Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute ein Thema behandeln, das sehr gut in die Zeit passt und zwar innere Anspannungen lösen und so dann in die Klarheit kommen. Was heißt das? Wenn man sehr gestresst ist, wenn man sehr getrieben ist, zieht sich das Energiefeld zusammen. Und wenn sich das Energiefeld zusammenzieht, ja, und zwar unten zusammenzieht, weil Stress kommt meistens von unten, rutscht das Energiefeld rauf und man wird auch nicht mehr klar. Das kann man so aus der Gehirnforschung so nachvollziehen. Das wäre so quasi, man läuft immer auf Reptiliengehirn, also nur auf Angriff, Flucht, also so gestresst herum, man ist überhaupt nicht mehr klar. Und so kann man sich das eben energetisch auch so vorstellen, dass man da dann nicht mehr ganz klar ist. Und deshalb werden wir heute schauen, wie wir am besten in die Entspannung kommen. Wo kommen die Spannungen her? Die Spannungen kommen natürlich von äußeren Triggern. Ob man sagt, das ist jetzt das Arbeitsumfeld, das ist das gesellschaftliche Umfeld, das ist gerade das Klima, in dem wir uns generell befinden. Also das sind einfach so Trigger, die Leute und die dich auch aus deiner Mitte bringen. Und deshalb werden wir eben schauen, dass wir diese Entspannung, diese Klarheit heute besser etablieren können. Und wir werden das jetzt auf Spannungspunkte hinlegen. Das heißt, wir werden heute, beziehungsweise du wirst heute auch mit dir selber energetisch arbeiten. Und das funktioniert jetzt so, über Hand auflegen. Das heißt, du kannst dir jetzt selber verschiedene Punkte, bei verschiedenen Punkten bei deinem Körper die Hand auflegen, wo dann eben sich Verspannungen lösen sollen. Wie wir das genau machen, erfährst du dann während der Übung, während der Meditation. Aber grundsätzlich kannst du dir vorstellen, du empfängst mit einer Hand, ja, eine Hand ist empfangend passiv und die andere ist aktiv gebend. Und die gebende Hand legst du quasi an deinem Körper an und mit der anderen empfängst du diese Heilenergie. Gut, dann beginnen wir jetzt erstmal. Noch kurz vorneweg, Heilenergie, Heilung durchfließen lassen, bezieht sich natürlich nur auf die energetische Ebene und hat nichts mit körperlicher Heilung zu tun. Gut, dann schließe einfach mal deine Augen und atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Es ist nun an der Zeit, dass du in deine Selbsthilfe kommst, dass du an einen Punkt gelangst, wo du dir energetisch selber helfen kannst, wo du dich selbst unterstützen kannst. Und das bedeutet im Prinzip, dass du die Unterstützung der geistigen Welt für dich selber kanalisieren kannst. Und nun stell dir einfach mal vor, du hättest deine Arme ausgestreckt oder du streckst deine Arme leicht aus. Das muss jetzt nicht im rechten Winkel sein. Du streckst einfach mal beide Arme aus und streckst auch die Finger aus. Und während du jetzt so deine Hände so ausgestreckt hältst, reinigt sich dein Energiefeld. Und auch dein Handkanal. Der Handkanal wird gereinigt und öffnet sich in einem weißen, strahlenden Licht. Und dieser Kanal fließt in der einen Handfläche ein, durch deine Hand hindurch
Mach deinen Bogen über dein Herz und fließt bei der anderen Hand wieder raus. Ob der Kanal jetzt von links nach rechts oder rechts nach links fließt, spielt keine Rolle. Das solltest du nach deinem Gespür machen. Das heißt also, wo hast du eher das Gefühl, was ist die passive Hand und was ist die gebende Hand? Also was ist die empfangende Hand und was ist die gebende Hand? Das kannst du dir einfach mal so überlegen. Ist deine rechte Hand die empfangende Hand oder ist es eher die linke Hand? Und wenn du das herausgefunden hast, ob es die rechte oder die linke Hand ist, dann öffnest du jetzt mal deine empfangende Hand mit der Handfläche nach oben und die gebende Hand legst du dir zuerst einmal zum Solarplexus hin, also so Magenhöhe. Und du bittest jetzt erstmal um Reinigungsfrequenzen. Ich bitte jetzt darum, die geistige Welt, dass sie mir Reinigungsfrequenzen schickt, dass mein Energiefeld geklärt und gereinigt ist. Nun beginnt über deine empfangende Hand reinigende Energie in dich einzufließen. Und vielleicht spürst du ein Kribbeln auf der Handfläche, das runterfließt, übers Handgelenk, bis zum Ellenbogen, vom Ellenbogen rauf, über das Schultergelenk, durch deine Brust hindurch, über dein Herz. Die andere Schulter rein, Oberarm, Unterarm bis zur gebenden Hand. Und diese gebende Hand lässt diese Energie jetzt in deinen Solarplexus einfließen. Diese reinigende Energie. Und während diese Energie fließt, bist du absolut passiv. Du sitzt wie an einem Fluss und beobachtest den Fluss der Energie. Und du lässt jetzt diese Reinigungsenergie durch dich hindurchfließen, in deinen Solarplexus hinein. Vielleicht spürst du, dass es wärmer wird. Und du merkst eine tiefe Reinigung und Klärung. Lass diese Energie so lange reinfließen, solange du das Gefühl hast, dass ein Energiestrahl von oben aus der geistigen Welt kommt. Und du bist einfach Beobachterin, Beobachter dieses Flusses. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieser Energiestrom jetzt weniger wird oder schon versiegt, dann stell dir vor, dass dein Handkanal gereinigt wird
mit weißem Licht und dieses weiße Licht lässt du dann durch dich hindurchfließen und in die Erde abfließen, sodass dein Handkanal wieder gereinigt ist. Weißes Licht ist generell Reinigung, Neuanfang. Und vielleicht spürst du jetzt schon, dass deine Handchakren so ein bisschen wärmer sind oder dass du ein bisschen so ein bamftiges Gefühl hast in den Handflächen. Das bedeutet einfach, dass so dieser Handkanal aktiv ist. Und jetzt suche ganz bewusst Verspannungsstellen an deinem Körper oder in deinem Energiefeld. Und zwar von der Hüfte an abwärts. Das heißt, du suchst jetzt erstmal Verspannungen, die wirklich von der Hüfte abwärts mal vorhanden sind. Vielleicht bei den Füßen, bei der Hüfte, bei den Schenkeln. Schau einfach mal, wo da Verspannungen sind. Und zu diesen Verspannungspunkten lassen wir jetzt Energie fließen. Und zwar, indem du auf dein Nabelchakra, das ist so das Zentrum, etwas unterhalb deines Nabels, deine Hand legst, deine gebende Hand. Und die empfangende Hand öffnest du wieder nach oben und bittest jetzt um Frequenzen, dass sich Verspannungen aus deinem Hüftbereich, Oberschenkelbereich, Kniebereich, Unterschenkelbereich, Fußgelenksbereich, sowohl rechts als auch links, lösen sollen. Also die Frequenz, dass die Verspannungen des Unterleibs, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße weggehen, wegbleiben und nicht mehr wiederkommen. Vor allem darf sich jetzt bei deiner energetischen Arbeit dein Wurzelchakra reinigen, entspannen und ausgleichen, sodass jeglicher emotionaler Stress, den du vielleicht aufgefangen hast, sich löst und du absolut klar und zufrieden in deiner Mitte sein kannst. Gib dir vor allem auch Geduld rein, Verständnis loslassen der Vergangenheit und bedingungslose Liebe. So kannst du wahrnehmen, dass diese entspannenden Frequenzen, dieser Fluss jetzt ganz klar, ganz entspannt in dich hineinfließt. Und du merkst, wie sich deine Hüfte entspannt, dein Becken entspannt, wie du weicher wirst, aber gleichzeitig auch stabiler.
lass gleich mal in einem fließenden Übergang dein Bewusstsein zu deinem Rücken und deiner Wirbelsäule fließen und auch deinem Nacken. Und du musst jetzt deine Hand nicht in den Rücken legen oder deinen Nacken, du kannst das auch wieder am Solarplexus legen einfach. Und jetzt starten Entspannungsfrequenzen für deine Wirbelsäule und deinen Rücken in dich einzufließen, in deinen Solarplexus einzufließen. Beweglichkeit, Lösen von Anspannungen. Jeglicher Stress. All das darf sich jetzt lösen. Deine Wirbelsäule richtet sich Wirbel um Wirbel auf und gleicht sich aus. Die Bandscheiben entspannen sich. Und du spürst, dass sich wirklich vom Steißbein aus deine Wirbelsäule ausdehnt, Verspannungen sich lösen und auch energetische Muster und Ablagerungen gelöst werden. Dein gesamter innerer Druck, dein gesamter Stress lösen sich jetzt aus der Wirbelsäule. Und du wirst klarer und stabiler und aufrechter. Deine Brustwirbelsäule entspannt sich, inklusive deines Rippenbogens. Die Halswirbelsäule entspannt sich bis hinauf zum Atlas. Und du spürst, wie eine neue Energie der Leichtigkeit, Lebenslust und Lebensfreude durch dein System zu fließen beginnt. Du atmest einmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich jetzt mal für diese Heilfrequenzen und lässt neutrale Energie über deinen Handkanal einfließen und reinigst ihn so wieder. Weißes Licht fließt durch deinen Handkanal und reinigt diesen. Im nächsten Teil dieser Reise zu mehr Entspannung und Klarheit geht es jetzt um dein Halschakra, Stirnchakra und Scheitelchakra. Und darum, dass sich davon Manipulationsenergien lösen
und natürlich auch mentaler Stress, nervlicher Stress sich löst. Also du bittest jetzt um Frequenzen. Du kannst die Hand wieder an den Solarplexus legen, die gebende Hand und die empfangende Hand öffnest du wieder. Und du bittest jetzt um Frequenzen, dass Manipulationsenergien gelöst werden, dass sich dein Nervensystem entspannt und dass sich auch dein Hirn reinigt und klarer wird. Und die Energie fließt jetzt in deinen Kopf, in dein Gehirn. Dein Sehnerv entspannt sich. Deine Hypophyse entspannt sich und auch deine Epiphyse entspannt sich. Dein gesamtes Nervensystem wird nun auf der einen Seite klarer und dadurch aufnahmefähiger und geschärft. Und auf der anderen Seite lösen sich diffuse Wolken aus deinem Schädel. Und du wirst klarer, stabiler und durchsetzungsfähiger. Ein tiefes Blau, das fast schon ins Violette reingeht, fließt jetzt durch deine empfangende Hand hinein in deine gebende Hand und in dich ein. Und du spürst jetzt, dass eine tiefe Reinigung sämtlicher Regionen deines Gehirns stattfindet. Linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte entstressen sich. Und du bist absolut klar und entspannt. Atme tief ein und wieder aus und lass diese heilsamen Frequenzen, solange du das Gefühl hast, dass da jetzt noch Frequenzen einfließen für dein Nervensystem, in dich einfließen. Und du spürst jetzt, dass du klarer wirst, dass du stabiler wirst. Und dass sämtliche Irrungen, Verwirrungen, Verwicklungen in deinen Freundeskreis, in dein Arbeitsumfeld hinein, in dein soziales Umfeld sich jetzt lösen dürfen und du klarer, ruhiger und entspannter wirst. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre, dass jetzt diese Heilfrequenzen, die durchlaufen, langsam weniger werden
Und dann bitte jetzt nochmal um reinigendes Licht bei deiner empfangenden Hand. Und lass dieses weiße reinigende Licht durch deinen Handkanal durchfließen bis zur gebenden Hand und lass das in die Erde abfließen. Atme einmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und schließ mal bewusst beide Hände und spür einfach mal, wie sie sich anfühlen. Vielleicht spürst du jetzt so, dass die energetischer geladen sind nach dieser Arbeit. Und dann spür mal bei dir, bei deinem Körper nach. Wie fühlt sich denn der an? Ist der flexibel? Hat sich deine Anspannung, ein Stress gelöst? Beobachte mal den Energiefluss in deinem System. Und dann atmest du noch mal tief ein. Und wieder aus. Nochmal tief ein. Und wieder aus. Dann bedankst du dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung. Und bewegst mal deinen Körper, streckst dich durch. Und kommst ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar, vollständig und entspannt. Wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Ja, das war jetzt mal so eine Reise, wo man ein bisschen so Entspannung mit Energiearbeit kombiniert hat. Und du siehst ja selber, das funktioniert ja gut. Und schreib mir einfach mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Ich bin gespannt, was du so erlebt hast während dieser Meditation. Wenn dich Energetik, Energiearbeit mehr interessiert, im kommenden Jahr gibt es wieder Kurse, auch Live-Kurse bei mir in Linz, wo man die Energiearbeit von der Pike auf lernen kann und wo du noch viel mehr solche Techniken lernst. Grundsätzlich war das jetzt mal Energieübertragung über den Handkanal und da kannst du mit dir selber schon mal ganz gut arbeiten, denke ich. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Das ist eben so ein bisschen energetische Selbsthilfe heute gewesen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, alles Gute, dein Oliver Erani.